Ja, toll, die erste Frage ist ein bisschen doof. Wer ist dieser maskierte Hokan Ashir? Erinnert ihr euch nicht? Es ist der Nekromant, dessen Geist ihr damals die Maske des Belial gebracht habt. In Whisper. Ich erinnere mich. Die Maske war sein Preis, damit er mir verriet, wo ich den Phönix finde. Und sie hat ihn wieder erweckt. Sie hat seinen zerschlagenen Körper neu geformt und ihm seine alte Macht zurückgegeben. Er hat lange im Verborgenen gelebt, gewartet, bis seine Kräfte sich erholt haben. Nun ist er bereit. Er hat schon eine Weile, als er noch schwach war, als Berater des Kaisers hier in Empyria sein Unwesen getrieben. Nur meinen Hain konnte er nie betreten. Deshalb hat er seine Attentäter nach mir geschickt. Warum kann er euren Hain nicht betreten? Die Maske hat ihn erweckt, aber er ist dennoch kein Mensch. Die Maske des Belial ist nun ein Teil von ihm und damit Belial selbst. Er kann keine heiligen Orte betreten, es sei denn, sie sind den dunklen Göttern geweiht. In meinem Hain bin ich vor ihm sicher. Aber seine untoten Heere haben bereits begonnen, Xu von Süden her zu erobern. Wenn sie diesen Hain erreichen, wird Xu seinen letzten Garten des Lebens verlieren. Keine Sorge, Waldgeist. Ich werde ihn und den Zirkel aufhalten, bevor das geschieht. Was wisst ihr über den Phönixstein? In seinem Inneren ist der Phönix eingeschlossen, ein Vogel aus reinem Allfeuer, alt wie die Welt und von großer Macht. Der Phönix lebt in den Strömen der Magie, seit die Zeit geboren wurde. Er ist weder gut noch böse, weder hell noch dunkel. Er gehört einfach zu dieser Welt, so wie die Wolken und der Himmel. Aber der Zirkel lockte ihn aus dem Inneren der Erde und bannte ihn in diesen Stein. Dann missbrauchten sie seine Macht, um ihre großen Zauber zu wirken. Ihr habt ihn aus den Ruinen von Mulandir geborgen und damit der Welt die einzige Waffe gegeben, die einem Zirkelmagier gefährlich werden kann. Aber der Stein gibt mir keine Macht. Ja, nur wenige können den Stein beherrschen. Aber die Kreatur in seinem Inneren trägt einen unbändigen Hass auf die Zirkelmagier. Setzt sie frei und ihre Allfeuerkraft wird die Macht der Zirkelmagier brechen. Sie freisetzen? Wie? Der Stein ist unzerstörbar. Ich weiß es nicht, aber ich werde meine Vögel aussenden, nach einem Mittel für euch zu suchen. Ihr müsst derweil weiter nach Süden. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Was ist dieser Essenztrank? Es ist eine Flüssigkeit, welche die ursprüngliche Kraft des Lebens in sich trägt. Wird sie einem Toten eingeflößt, erhält er sein altes Leben wieder zurück. Wie kann der Maskierte so etwas herstellen? Er muss also das Blut eines Gottes gewonnen haben. Nur das hat die Kraft des ursprünglichen Lebens. Nur damit kann er die Zirkelmagier mit all ihrer Kraft wieder erwecken. Er hat das Blut eines Gottes gestohlen? So mächtig ist selbst ein Zirkelmagier nicht. Ich fürchte, er hat einen der Götter in seiner Gewalt. Dieser Mann hat die Macht Belials. Er ist unberechenbar. Aber wenn er den Zirkel erweckt, werden sie dann nicht ihren alten Streit fortführen? Nein. Der Trank verleiht wohl neues Leben, aber der Erweckte schuldet dieses Leben demjenigen, der ihm den Trank verabreicht hat. Das bedeutet, er muss ihm gehorsam sein. Dann hat er die Magier des Zirkels als getreue Diener zu seiner Verfügung. Ja, der Zirkel wäre nicht nur wieder mächtig, er wäre auch geeint unter dem einzigen boshaften Geist von Hokan Ashir. Warum seid ihr hier gefangen? Weil ich einst die Gesetze der Götter gebrochen habe. Dieses Exil ist meine Strafe. Auf ewig. Was habt ihr getan? Ich habe eine Grenze überschritten, die der Gottvater Aonir selbst bestimmt hatte. Ich habe nicht daran gedacht, dass auch schöne Dinge gefährlichen Schaden anrichten können. Ihr müsst verstehen, wir Dryaden gehen mit den Jahreszeiten. Und es war der Frühling der Welt. Alles blühte. Xu war damals ein Paradies. Es war eine wundervolle Zeit. Die Völker waren noch nicht geboren und die Götter wandelten noch auf der Welt. Und zu dieser Zeit fand ein Gott auch seinen Weg in meinen Hain. Gemeinsam erlebten wir einen wundervollen Frühling. Doch es kam der Tag, als die anderen Götter von uns erfuhren. Die Götter waren zornig darüber, dass ich gewagt hatte, einen der ihren zu verführen. Sie nahmen mir meine Macht und banden mich an diesen Ort. Heute bin ich die letzte der Dryaden der Lebenseibe. Ohne uns ist Xu zu einer Wüste verfallen.
Nur dieser Hain hier ist die letzte Stätte der Fruchtbarkeit. Wäre ich nur frei vom Fluch der Götter, ich würde Xu wieder grünen lassen. Ich würde dieses Land wieder zu dem Paradies machen, zu dem es bestimmt war. Was ist mit den anderen Dryaden geschehen? Oh, es gibt noch Dryaden auf der Welt, nur nicht mehr hier in Xu. Als ich für meinen Frevel verflucht wurde, da begehrten meine Schwestern gegen die Götter auf. Sie wussten, dass ich nur gehandelt hatte, wie ich geschaffen war. Aber die Götter blieben unerbittlich, und so legten viele meiner Schwestern ihre Macht nieder und verließen Xu. Ohne sie starben die Lebenseiben, und das Land verfiel zur Wüste. Nur ich bin geblieben, durch den Fluch an diesen Ort gekettet. Könnte ich es nur rückgängig machen? Es tut so weh zu sehen, wie ein ganzes Land wegen mir verdirbt. Das Land verdirbt? Ja, ihr kennt den Norden Xus nur als Wüste. Aber einst war er ein Garten der Schönheit. Er war ein heiliger Ort, voller Lebenskraft und wundervoller Geschöpfe. Nur wenig ist heute davon geblieben. Die letzten heiligen Stätten verdorren und nur noch eine einzige Kreatur aus jener Zeit ist am Leben. Und die Menschen stellen sie im Zirkus aus, als wäre sie eine Kuriosität. Könnt ihr nichts dagegen tun? Das könnte ich, doch ich darf diesen Ort nicht verlassen und meine Nymphen sind nicht stark genug für so gefährliche Reisen. Kann ich etwas tun? Ich will euch nicht noch mehr aufbürden. Ihr tragt schwer genug an eurem Schicksal, Freund. Lasst mich das entscheiden. Wie kann ich helfen? Es gibt heilige Orte hier in Xu, die noch erfüllt sind mit der ursprünglichen Lebenskraft dieses Landes. Aber nun sind sie von Dämonen und Untoten verunreinigt worden. Die Bäume, die dort wuchsen, sind verdorben und dunkle Kreaturen kriechen aus ihren verfaulten Resten. Ihr müsst diese Wunden im Antlitz der Natur verschließen. Ihr sagtet etwas von einer Kreatur. Ja, der letzte Irfit. Der Kaiser hat ihn aus meinem Garten geraubt und schließlich, nachdem er seiner überdrüssig war, an den Zirkus verschenkt. Ihr müsst ihn befreien. Wegen der heiligen Orte. Wo finde ich sie? Ihr findet solche Orte in der Onyxbucht, der Roten Wüste in Katai und nahe der Wachfeste im Dunkelwehrgebirge. Wegen der heiligen Orte. Was kann ich tun, um sie zu reinigen? Ich gebe euch diese Samen der Lebenseibe. Versucht, an den heiligen Orten noch einen letzten Rest fruchtbarer Erde zu finden und pflanzt dort je einen Samen. Wenn ihr Erfolg habt, wird dort eine neue Lebenseibe wachsen und mit ihrer Kraft den Ort reinigen. Nehmt euch aber vor den Kreaturen in Acht, die dort unaufhörlich hervorkriechen. Hier die Samen. Gebt gut auf sie Acht. Sie sind wie meine Kinder. So einen Ort haben wir ja schon in der Onyxbucht gesehen mit den Dämonen, die ständig respawned sind. Und wo ich die Schale, die Quelle erstmal übersehen hatte. Aber ja, das können wir dann mal später machen, denke ich mal. Also wenn wir Empyria hinter uns haben und die nächste Map. Wenn wir irgendwann mal in die Onyxbucht zurückkehren. Aber gucken wir mal wegen dem Ifrit. Wegen des Irfets. Was ist das für eine Kreatur? Er ist ein Wunschwesen. Er kann jede Form annehmen, die er wünscht. Aber für gewöhnlich sucht er sich eine Form, die seinem Wesen entspricht. Ein Irfit kann also von einer bedrohlichen Bestie bis hin zu einem freundlichen Pelztier alles sein. In den alten Tagen gab es viele von ihnen, aber nur wenige sind noch am Leben. Einer von ihnen bewohnte meinen Hain. Der Kaiser erfreute sich so sehr an ihm, dass er ihn in den Palast entführen ließ. Aber er verlor bald das Interesse an der Kreatur und verschenkte sie wie einen Gegenstand, dieser Narr. Wegen des Irfets. Wo finde ich ihn? Der Kaiser hat ihn an den Zirkus verschenkt. Dort begaffen ihn nun Schaulustige und lassen ihn zu ihrer Belustigung allerlei Formen annehmen. Ihr solltet ihn nicht mit Gewalt befreien. Vielleicht könnt ihr mit Serbio, dem Herrn des Zirkus, einen Handel eingehen. Ihr solltet mit ihm sprechen. Er arbeitet in der Nähe der Arena in Empyria. Jo. Gut. Aktualisiert. Die heiligen Stätten. Hinzu gibt es noch letzte Quellen der Lebenskraft. Heilige Stätten, an denen noch Lebenseiben wachsen. Doch nun sterben sie und werden durch Kreaturen der Unterwelt verseucht.
Ja, und ich habe Samen der Lebensalbe. Habe ich hier was Neues? Feine empirische Beinkleider und anderes Zeug, okay. Ja. Heiligen Stätten. Reinigt die heilige Stätte in der Onyxbucht. In der Onyxbucht wuchs einst eine Lebensalbe an einer heiligen Stätte der Lebenskraft. Diese Stätte ist nun verdorben, die Lebensalbe tot. Pflanzt mit dem Samen der Dryade einen neuen Lebensbaum an dieser Stelle und reinigt damit die heilige Stätte. Ja, reinigt die heilige Stätte in der Roten Wüste. Das ist eigentlich fast der gleiche Text. Reinigt die heilige Stätte in Kartei und reinigt die heilige Stätte in der Wachfest im Dunkelwehrgebirge. Der Irrfit. Fragt Serbi im Zirkusviertel in Empyria nach dem Irrfit. Serbi, der Herr des Zirkus, stellt den Irrfit zur Schau. Die Dryade hat euch gebeten, ihn zu befreien. Der Irrfit wird in die Dryadenheit zurückkehren, sobald ihr ihn befreit habt. Ihr findet ihn dann in der Nähe der Dryade. Gut. Oh, ach ja, und die Hauptquest. Kehrt zu Alia im armen Viertel Empyrias zurück. Euer Weg führt euch in Richtung Süden nach Kartei. Da die Tore in diese Lande verschlossen sind, werdet ihr wieder die Hilfe der Diebin Alia brauchen. Gut. Wird sofort ausgeführt. Ihr beschützt eure Dryade. Und wir sind mal so crazy und nehmen das obere Tor. Portal zum Palast. Und ja, Opferaltar und all das. Nee. Der war wirklich ein Irrer. Gut, das heißt zurück nach Empyria. So, erstmal auf dem Bazar. Porten. Und dir schon mal dein Froschleder geben. Wie ich sehe, habt ihr vier Froschleder gefunden. Könnte ich sie haben? Natürlich, hier nehmt. Wunderbar. Ihr seid eine große Hilfe, Freund. Hier nehmt den ersten Teil des Satzes, den ich euch versprochen hatte. Eine Haube, die göttliche Runen trägt. Ja, haben wir was erhalten hier? Göttliche Runen. Der Effekt des Satzgegenstandes erhöht sich um 50%. Okay. Wir könnten den Turban tragen. Das sieht da sicherlich ulkig aus. Nee. Wenn, dann tragen wir die Zeremonienkappe. Die sieht aber wahrscheinlich genauso aus wie das Teil. Okay. Als nächstes beim Zirkusviertel fragen, was der Typ will, damit ich den Ifrit kriege. Tach. Ah, hereinspaziert, guter Freund. Lass den Irrfit frei. Das ist ja unerhört. Wie kommt ihr dazu, in meinem eigenen Zirkus Bedingungen zu stellen? Dieses Wesen ist ein Geschenk der Natur, eine Kreatur der alten Welt. Sie sollte frei sein und nicht eingesperrt, um von Schaulustigen angegafft zu werden. Nichts da.
Diese Kreatur war ein Geschenk des Kaisers. Außerdem ist sie eine der wenigen Besonderheiten, die wir noch haben. Dieses Wesen muss frei sein. Sucht euch eine andere Kuriosität, mit der ihr angeben könnt. Wenn ihr mir eine solche bringt, will ich es mir überlegen. Da wäre sogar etwas... Lasst hören. Es gibt Geschichten über eine wundersame mechanische Kreatur, die ganz ohne Leben und Magie funktioniert. Das wäre durchaus ein Ersatz für diesen Irrfit, der ohnehin nur jammert. Wo finde ich diese Kreatur? Ich denke, der Westteil der Stadt der Seelen wäre ein guter Ort zum Anfangen. Ich glaube, dieses Wesen ist eine Schöpfung der Fremden, die dort gewohnt haben. Okay, also er will ein Uhrwerk-Golem oder sowas in der Richtung. Bildet den wundersamen Mechanoiden und bringt ihn zur Serbium-Zirkuswirt von Pyria. Serbium verlangt einen Ersatz, wenn er den Irrfit herausgeben soll. Er hat von einer mechanischen Kreatur berichtet, die er als Ersatz akzeptieren würde. Kann ich den Irrfit noch benennen? Nö, kann ich von hier aus leider nicht.